So, willkommen zurück, Leute. Wir machen weiter mit der Kampagne von Total War Warhammer mit den Vampiren. Wir haben uns als Ziel gesetzt, jetzt die Festung hier einzunehmen, das Mondland. Müssen wir auch wieder einen Krieg anfangen. Aber die sind hier recht beschäftigt, die Leute. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn wir jetzt hier reingehen, dass die dann einfach hier zu der Festung marschieren. Aber in der nächsten Folge, in der nächsten Folge, in der nächsten Runde haben wir hier eine bessere Garnison. Und vielleicht reicht es, um die zu schlagen. Müssen wir mal gucken. Wie sieht's aus mit ihm hier? Er mag uns immer mehr. Militäraktion gegen Tempelhof findet er nicht so doll, lol. Aber dafür sind wir im Krieg gegen alle möglichen Leute. Können wir denn? Nee. Mal gespannt, ob das irgendwann möglich ist, dass wir Vasall werden. So, wir machen einfach mal eine nächste Runde. Dann gucken wir mal, was jetzt hier noch so passiert. Mortals. Oh, Frieden wollen sie haben? Nö. Ah, der ist wieder zurückgegangen. Shit. Jetzt müssen wir mal gucken. Sehr schön. So, wir haben hier das. Wir brauchen hier auf jeden Fall diesen Grabhügel. Die sind jetzt hier nicht so unbedingt notwendig hier, die Todeswölfe und so. Ich mag hier die Gruftghule und vor allem dann die Gruftschrecken lieber. Und nachher haben wir dann hier die Sensenreiter und so weiter. Jetzt die Frage, können wir noch irgendwas anderes? Oh, hier. Ich glaube, das müssen wir machen. Empirisch Korruption in benachbarten Provinzen plus 2, obwohl benachbarte Provinzen sind ja dann eher nur die hier. Oder zählen die hier nach Provinz? Nicht, dass das hier die benachbarte Provinz ist, das wäre doof. Dann habe ich es nämlich genau in den falschen reingemacht, obwohl ich glaube ich versuchen wollte, dass wir hier die Korruption bei den Zwergen weiter verbreiten. Oh, hier. Könnten einen Wargulf denn machen? Oh Gott, bitte. Flederbestie. Fliegendes Monster. Ach. Wir brauchen mehr Gold. Oh, hier, wir machen Gold. Generiertes Einkommen. Na, ist jetzt nicht so dolle, aber immerhin. Das brauchen wir auf jeden Fall. Müssen jetzt erstmal gucken, dass wir mehr Gold kriegen. Vielleicht sollten wir auch einfach mal bisschen plündern, bringt es was? Wachstum, immun gegen Verschleiß. Die sind aber außer Atem. Die öffentliche Ordnung. Ist 30 bei eigenen. Nee. Jetzt mal kurz gucken, die haben 10. Und 12, 14, 16 Einheiten haben die. Das müssten wir eigentlich locker schaffen. Alles klar, müssen wir alleine machen. Gefecht führen. Vielleicht auch mal gut, wenn wir. Oh ja, Glücksspiel ist sehr gut. Wenn wir vielleicht mal einfach ein paar Siedlungen plündern würden, das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Lol. Geil. Ich lasse das mal so. Haben jetzt natürlich wieder Bogeneinheiten. Aber wenn wir da wieder von hinten ranrücken.
Wait, wait, wait. Immer die 3 draus. Wo willst du hin? Kurz ein bisschen schneller. Okay, ja, die sind auf einer erhöhten Erhöhung. Das ist auch nicht so gut. Fahr ich mal hier hin. Das habe ich mal schnell formiert. Den laufen wir hier schnell drum rum. Oh, bam. Der Oberdude ist da mittendrin, sehr schön. Dann läuft hier einfach mal geradezu. Einfach, dass wir die jetzt in den Kampf verwickeln. Unsere anderen Einheiten dann schön von der Seite wieder reinflanken können. Wir haben jetzt auch nicht so viele Bogenschützen. Dann machen wir euch mal schneller. Blöd, dass unser Kommandant jetzt hier ganz vorne ist. So, was denn das? Oh, Kavallerie. Dann starten wir einfach mal. Alles schneller. Der soll hier mit seiner Aura schön in der Nähe bleiben. So, die Pistoliere, oder wie die heißen? Pistoliere, die werden auch schön angegriffen. Die müssen nur in den Kampf verwickelt werden. Komm, komm, komm. Sehr schön. Greif du mal den mit an. Das ist echt nervig. Könnt ruhig da hinten stehen bleiben, ist mir auch egal. Versuch nur die Bogenschützen immer wegzukriegen. Komm schon. Die sind zu schnell, obwohl, jetzt haben sie sie, oder? Jawohl. Kommt schon. Die greifen die an. Irgendwas, was sehr dolle verliert. Die nerven echt, ey. Sind zu schnell, aber die hauen schon ab. Der Sieg ist nah, lol. Geh mal mit drauf hier. Die greifen die an, sehr schön.
Die kriegen ja ganz schön auf den Sack. Geht mal hier mit hinten rein. Ob die verlieren war? Ja. Was war das hier nochmal? Ah, gequält. Wirkt sich um ihn herum aus. Das hätte ich schon mal eher machen können. Stussel. Wir sind ein. Ist am Arsch der Welt verfolgt. Ich will keine weitere Einheit verlieren, außer Skelett, ist mir egal. Oh! Das war schnell. Oh Mist. Kriegen wir jetzt noch ganz schön auf den Sack alle. Die Einheit ist auch zerstört. Wo ist er denn eigentlich? Ach, er steht hier am Arsch der Welt. Wo war er denn? Das war nicht so klug. Ich dachte, der war hier mittendrin. Weil die haben jetzt hier alle natürlich die Aura nicht bekommen. Die kriegen sie jetzt aber. Dann werden wir hier mal ihn fertig machen. Ah, das war ärgerlich. Weil er hat ja das, die Aktion hier war auch komplett sinnlos, denn Schwert der Pein. Okay, jetzt kriegen sie aber alle den Bonus. Sieht auch hier dieses Graue, wie das wieder wächst. Nein, jetzt hauen die alle ab. Die sind alle jetzt im hier hauen ab Modus. Dann greift ihr mal hier den Hauptdude an. Alles klar. Ach, das war ein bisschen Fail von meinem Part. Der hätte eigentlich mittendrin sein müssen. Ich könnte schwören, ich habe den auf irgendeine Einheit geschickt. Oder auch nicht, ne. Egal. Hab ein bisschen mehr Verluste erlitten dadurch. Einen Wolf-Ding haben wir verloren. Zwei und einen Skelettträger. Und einen normalen Skelett-Dude. Knapper Sieg. Naja. Setzen. Uah. Komm schon. Nicht abbrechen. Schild des Bthurs. Geschossresistenz, geil. Das ist ja gut. So, wieder ein Level up. Das können wir hier noch nicht machen. Er kann einen Zombie-Drache bekommen. Richtig krass. Reittier. Oder ein Höllenross. Wir müssen jetzt mal doch die machen. Okay, der hat wie gesagt ein paar Einheiten verloren. Das war nicht so schön. Wollen wir den machen? Können wir hier. Oh, wir können Gruftghule machen. Füllen wir den damit lieber wieder auf. Aber für das Erste lassen wir das jetzt erstmal. Die Korruption steigt langsam. Können wir hier noch bauen? Noch mehr Wachstum. Ja, hier generiert das Einkommen. Ist aber auch nicht so dolle. Öffentliche Ordnung brauchen wir eigentlich nicht. Da haben wir hier so viel. Dann würde ich sagen, machen wir Wachstum. Wo wir hier auch schon fertig sind. Na, ist ja doof. Aber ich heb's mir wirklich für die hier auf. So, mit denen sind wir alle im Frieden, das ist okay. Wäre schön, wenn der Typ mal. Wo ist der eigentlich? Sag nicht, der ist komplett zerstört. Ach, was macht der denn hier? Ach, hier ist ja auch noch so ein Dorf von dem. Ich denke mal, der wird das jetzt gerade angreifen. Also, wenn ich er wäre, hätte ich erstmal das hier oben genommen.
Korruption ist gleich. Hier ist die nur bei 5% und steigt nicht mal. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall das Ding bauen. Da brauchen wir noch ein bisschen Gold, damit das hier in dem Land weiter steigt. Oh, der wird ja richtig angezapft. Ist sogar schon eine Stadt verbrannt worden. Die führen sogar auch Krieg gegeneinander. Sehr schön. So, wir müssen es jetzt eigentlich machen, leider. Wir müssen hier mehr Korruption reinbringen. Weil die steigt, die sinkt sogar. Ach du Kacke. Vielleicht haben die irgendein Gebäude, was die sinken lässt. Und die öffentliche Ordnung ist auch am runterhauen. Obwohl wir hier eine Armee drin haben. Ich bin überlegen, naja, wir brauchen die Kohle. Kein Geld. So, hier mehr Hölzer. Ja, auch schön, wenn wir mit anderen mal handeln könnten. Vielleicht können wir ja. Den Zwergen wäre schön. Verschlechtern uns. Scheiße. Da sind wir sogar. Achso, sagen Krieg. Da verbessern wir uns. Schade. Shit. Wollte ich ein bisschen Kohle geben? Ja, wenn ich mich mit den Zwergen. Schade. Wenn ich mich mit den Zwergen verbünden könnte. Das verschlechtert sich. Shit. Weswegen? Ja, wir sind. Generelle Abneigung. Schade. Das wäre richtig geil gewesen, weil mit den Zwergen handeln ist unglaublich gut, weil die richtig viel zum Handeln haben und auch richtig viel Kohle bringen. Da hätten wir mal doch nicht den Krieg starten sollen, sondern versuchen müssen, uns mit denen gut zu tun. Geht die Korruption hier rüber? Ja, aber nee, wird weniger. Ja auch. Ja auch. Mist. Hier steigt sie zum Glück noch. Das ist ja schade. Hier sinkt sie. Okay. Ah, wäre der in der Schlacht eher gewesen und mit diesem Schwert der Pein um ihn rum. Oh Gott, oh Gott. Hätten die viel krasser weggehauen. Oh, der wird da richtig in die Mangel genommen. Mortals. Was will er denn jetzt? Friedensabkommen? Nee. Ist okay. Oh, sag mal, wie viel holen die denn noch in ihre Union? Stellt eine Armee auf. Einheitenerfahrung für alle Rekruten. Okay, der greift na, die Siedlung hier unten an, oder? Ihn hier wieder. Ach, hier, er ist hier jetzt. Sehr schön. Da ist keine Armee drin. Ist doch gut. So, warte mal. Was wir aber machen könnten, damit die uns besser mögen. Frühere Abkommen. Wenn wir gegen die Grünen heute kämpfen. Dann müssten wir eigentlich einen Bonus bei denen kriegen. Das verbessern wir ja nicht. Da haben wir alles schon.
Wir wollten sparen. Bei Tempelhof irgendwas, was wir machen können. Jetzt die Mühle. Sind wir hier nochmal? Wollten wir hier nicht das Hexenfeuer machen? Haben wir es jetzt gar nicht gemacht? Nee. Ach, hier machen wir es, genau. Nee, dann brauchen wir es hier ja nicht. Brauchen wir auch nicht. Wachstum. Skelettsperrträger ist gar nicht so schlecht. Ja, wir können nur die Ghule machen. Was ist das? Geisterzaun. Interessant. Besser Turmgeschoss Knochen. Das ist ja interessant. Schloss Tempelhof, das ist glaube ich so eine Bonus-Sache, die die machen können. Ob ich mach das mal. Wohl, bringt das was? Nee. Müssen wir auch noch diesen Grabhügel machen. Aber das mal. Steiger ist schon bei 30, sehr schön. Wird immer mehr hier. Kannst sehen, wie es sich hier ausbreitet. Hier wird es aber immer noch weniger. Nee, bleibt bei 5%. Okay, da wird es aber nicht mehr. 7%. Hat er erleidet auch Verschleiß dadurch? Okay. Was machen wir? Also hier, das wird noch Jahre dauern. Das ist Stufe 2. Garnison sieht nicht so dolle aus. Also es ist ziemlich risky, was wir machen, aber ich würde, glaube ich, echt gern einfach mal die Grünhäute angreifen, um mich mit den Zwergen ein bisschen besser zu stellen. Dann würde ich das hier einfach kaputt machen. Ich könnte es auch vorher noch ausrauben, dann haben wir noch ein bisschen mehr Kohle. So, hier mehr Rüstung, genau. Sehr geil. Okay, das habe ich vergessen. Aber andererseits steigert das das ja. Ich glaube, wir müssen da wieder zurück. Ich komme da nicht weg mit denen. Oder ich mache hier, ich soll da eine neue Armee aufstellen. Wir haben kein Geld. Wir müssen mal bis nächste Runde warten. Ich greife die an, ich greife die an. Jetzt von denen in die Mangel genommen. Keine Ahnung, wer das ist. Nicht Angriffspakt? Ne. Den sollen wir, glaube ich, auch in den Krieg gehen. Ah, die haben sich jetzt zusammengeschlossen. Jetzt ist das das Imperium. Wir sind jetzt mit denen nicht mehr im Krieg. Korruption steigt. Wir müssen trotzdem noch eine Armee aufstellen. Leicht zu täuschen. Großmütig. Einkommen aus allen Gebäuden. Hässlich. Das ist er wieder. Wilma. Feindliche Führerschaft minus 5. Er ist ein Vampirfürst. Ich will eigentlich einen Vampirfürst haben. Oh, haben wir das hier gekriegt? So, kriegst du Gule. Oh, das
das Hexenfeuer ist fertig. Das heißt, die Korruption steigt hier. Hier steigt sie nicht. Aber in dem. So, warte mal. Also das könnte jetzt uns richtig eins reinbrettern, aber wir müssen uns mit den Grünhäuten verscherzen, damit wir uns die Zwerge auf unsere Seite ziehen. Das ist der Plan. Ob es funktioniert, keine Ahnung. Ist ein Wag. Weg mit euch. Auch nur Level 1er. Ah, wir haben ein bisschen Beute erhalten. Vielleicht kriegen wir auch noch einen Gegenstand, einen coolen. Mal gucken. Alle töten. Was ist das? Charakdromal? Das ist ein Level 1 Versteck. Werden wir gleich fertig machen. Und jetzt mal kurz gucken, die Zwerge. Verbessert sich. Krass, bam, Alter. Einfach nur, weil wir mit den Grünhäuten gerade im Twist sind. Das müsste eigentlich. Ach, wir müssen die hier irgendwie. Scheiße. Freundlich, das verbessert sich auch. Die sind immer noch. Mist, da macht's gar nichts. Müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall die Grünen heute jetzt kaputt machen, so ein bisschen. Die werden mir echt auch zu stark. Er verbessert sich noch. So, 1700 haben wir, das ist okay. Oh, die Korruption geht nicht weiter. No! Oh, der Überschuss dauert ewig, bis wir hier fertig sind. Shit. Ich glaube, da müssen wir doch da plündernd hochrennen. Anderes können wir da nicht machen. Wird mir aber, glaube ich, angezeigt. Verschleiß? Nee. Sieht's mit der öffentlichen Ordnung? Die geht runter. Aber wir müssen es machen. Andererseits ist es auch wieder so ein befestigter Kack. Muss sein, dass wir da überhaupt nicht gegen ankommen. Wir müssen es versuchen. Bleibt nichts anderes übrig. So, machen wir weiter. Der hat den nicht angegriffen. Oh. Das ist jetzt natürlich sehr nervig. Eieiei. Ne. Das ist jetzt richtig schlecht, ey. Pistoliere. Oh, die sind da richtig gut. Ah, nein, bitte nicht. Level 4. Wären die Gruftkuhle fertig, wäre es vielleicht ein bisschen anders gekommen. Und findet er außerhalb der Siedlung statt. Kann ich die nicht belagern lassen? Und die sind ja auch noch beschädigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die sind besser. Speerträger, Armbrust haben sie auch und diese Pistoliere, die werden mich sowieso komplett weggemauen. Ne, ich glaube, ich sehe nicht, wie ich das gewinnen kann. Sei denn, ich gehe komplett einfach auf den dämlichen Anführer rauf. Ich muss versuchen, aber das wird, glaube ich, nichts. Wenn ich Pech habe, nimmt er die Siedlung ein.
Rückspiel ist gut. Bisschen ist er ja auch beschädigt, aber. Und dann ist er noch auf dem Berg, ey. Unbedingt den Hauptmann angreifen. Wir müssen es einfach wagen. Es bleibt leider nichts anderes übrig. Wir müssen komplett volle Pulle raufgehen. Wenn wir den Hauptmann wegkriegen, dann können wir es vielleicht schaffen. Können die aufhalten? Der Kommandant wird angegriffen. Ja, ist okay. Ich kann die Energie von den Gegnern nicht sehen, wegen diesem blöden. Okay, das ist okay. Oh, der ist fast tot. Sehr schön. Geht mal hier rauf, los. Okay, noch haben wir keine Einheit verloren. Aber der ist immer noch ziemlich. Der ist immer noch da. Wir müssen den Kommandanten töten, jetzt gleich. Töte diesen Schwein. Der darf nicht fliehen, komm schon. Ja, die fliehen, das ist okay. Das gibt's doch nicht. Warum stirbt der nicht? Ruf da jetzt. Das ist ein bisschen doof gemacht, dass der jetzt hier so abhauen kann. Sind natürlich hier nur Zombies. Wo sind denn die Pistoliere hin hier von da? Ach, die sind jetzt so mit in den Kampf rein. Ne, sind wieder weg. So, wer ist jetzt hier am Losen? Die brauchen wir nicht. Die. Aber bitte tötet den doch. Auf jeden Fall haben die keine Aura mehr von dem. Aber. Die sind hier immer noch ziemlich gut dabei. Stirbt nicht. Ja, das finde ich echt kacke. Ich muss mit denen jetzt hier wieder zurück. Damit die nicht weiter auf die raufschießen.
Ja, die sterben auch nicht da. Einheit wurde ausgelöscht. Okay, ist nicht so gut. Okay, wir halten die von denen ab. Okay, das bringt nichts. Einfach gleich hier bleiben sollen. Gehen die hier auch wieder mit rein? Ne. Sehr müde, Schaden erlitten, Flanke. Das ist echt blöd mit dem Kommandanten, ne? Dass der flieht zwar, aber. Wir haben jetzt hier die Einheit bald. Ne, tot, tot. Können hier noch einmal den Zauber machen. Wir haben jetzt hier noch die Armee. Die sind nicht gerade schnell, aber immerhin. Wenn die alle fliehen, dann haben wir vielleicht trotzdem gewonnen. Aber jetzt ist nur noch unser Hauptdude da. Lol. Und ob der jetzt hier gegen die alle was machen kann, glaube ich nicht. Glaube, das können wir auch ein bisschen beschleunigen jetzt. Der verliert jetzt immer mehr Energie. Können wir uns hier noch ein bisschen heilen? Oh, die fliehen. Halt, 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 halt. Wenn der jetzt noch flieht, könnten wir es schaffen. Können noch einmal Tod erwecken machen. Und da noch mal schneller machen. Mein Gott, diese Schlacht. Einmal können wir noch, das heben wir uns für uns auf. Wir sind sogar am Gewinnen. Machen wir mal rauf. Diese Schlacht, ey. Wenn wir die neu gewinnen, ey, bam. Steigt es noch? In der Krise 0? Ne, ich glaube, das war's auch. So, die müssten eigentlich auch gleich fliehen. Aber die kommen dann auch wieder. Aua. Aua. Ich kann hier nichts mehr machen. Oh Gott, ich habe gewonnen. Wow. Weil irgendwann haben die auch keine Munition mehr, ne? Ha! Unglaublich. Ich hab's irgendwie geschafft. Ich hab zwar alles Mögliche verloren, aber ist mir so egal. Das war sehr merkwürdig, aber lustig. Alle töten. Wäre schön, wenn er den angreifen würde, ey. Geht mir ein bisschen auf den Sack. Nein. Okay, wir müssen die Armee aber auf jeden Fall aufstocken. Das geht gar nicht. Kill.
machen wir so. Ich guck mal, ob es sich lohnt, die auszurauben. Dann würde ich das erstmal machen und danach erst zerstören. Mal einnehmen können wir es eh nicht. Wir haben Artefakt bekommen. Ja, sie besetzen können wir es nicht. Wir können es. Ach. 450, nee. Niederreißen. So, erstmal ganz schnell dann zurück in unsere. Das, in unser Territorium, damit wir hier nicht Verschleiß kriegen. Die Korruption sinkt sogar, Gottes Willen. Dann machen wir das hier noch kaputt. Verbessert sich immer weiter, sehr schön. Muss gucken, sobald ich mich mit denen verbünden kann. GG. Jawohl. So, vielleicht verbessern sich die anderen dann auch. Schade, aber nächste Runde. Wir haben sogar ein Handelsabkommen. Toll. Ah! Den machen wir dann als nächstes. Greetings. Ah, schade, nächste Runde auf jeden Fall. Oh, müssen wir auf jeden Fall uns merken. Ah, hier ist auf jeden Fall Korruption. Verschleiß. Warte mal, wir können aber plündern. 50%. World Domination? Lol. Okay, Korruption steigt weiter. Wir kriegen ein bisschen Einkommen. Das ist okay. What do you want? Aber mehr Gruftgule. Schön wäre es, wenn du ja, den Typen hier angreifst. So. Wir haben nicht hier noch Kohle, um irgendwas zu bauen. Außer hier, aber es bringt nichts. Machen wir weiter. So, wir sind schon wieder über der Zeit. Bitte greif nicht weiter an. Wenn der kurz verschnaufen kann, dann ist alles gut. Ach, der ist ja noch da unten. Oh. Okay, der geht da rein, ist okay. Müssen nur unsere Armee ein bisschen aufbauen. Okay, der ist jetzt nach oben gegangen. Die bekriegen sich schön selber, das ist gut, das ist nicht gut. Der ist ein Level gestiegen. Müssen den jetzt hier rauskriegen. Dann gehen wir hier ran. So, der ist jetzt schon ein Stücke gewachsen. Sehr schön. Können wir noch einen Skelettkrieger machen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Korruption steigt weiter. Die haben Töpfe. Das ist eine. Oh Gott, oh Gott. Das kriegen wir nie im Leben hin. Müssen den rauslocken, anders können wir da nichts reißen. Oder wir warten einfach, bis die Korruption weiter steigt. Hat der hier irgendwas? Oh, der hat sogar hohe Mauern. Ach du Scheiße. Kaserne. Er hat aber nichts gegen vampirische Korruption. Hat der hier irgendwas, was die vampirische Korruption steigert? Ordnung. Das sind nur Zauber.
hat er nicht. Ist ja schade. Dann machen wir jetzt hier ein bisschen mehr Kohle. Die sinkt leider noch, aber die Korruption steigt ja. Da müssen wir aber auch aufpassen. Kohle kriegen wir eigentlich genug. Können wir hier einen Helden rekrutieren? Ne, uns fehlt immer dieses. Auch diese Gebäude. Scheiße. So, der erholt sich wieder. So, und jetzt kommt der spannendste Teil von der. Oh, wir müssen einen Cut machen. Verdammt, ich merke das immer nicht. Hier. Yes. Sehr geil. Wir sind immer noch mit denen in Krieg. Ich würde es ja gern enden. Oh, hier. Sehr schön. Das verbessert sich, verbessert sich. Blood-Drinker. Okay, nächste Runde. Krieg mit Grünhäuten. Ja, der Krieg mit den Grünhäuten hat sich in dem Fall richtig gut gelohnt. Verbessern mit denen hier auch. Wenn wir uns mit denen erstmal verbünden, um die Grünhäute erstmal kleiner zu machen, haben wir genug Zeit, um uns um das hier zu kümmern. Und das Lustige ist, je länger ich das hier mache, die Ordnung, der Wachstum sinkt. Aber die Ordnung ist zu hoch. Wir müssen echt warten, bis die Korruption steigt. Dann steigt auch deren öffentliche Ordnung oder sinkt in dem Fall. Minus 7 ist es schon. Ach, wir müssten wirklich vielleicht leider das hier kaputt machen. Generiertes Einkommen und öffentliche Ordnung. Ah, können wir aber nicht. Oder wir warten, bis wir Überschuss haben? Nee. Ach, das ist echt nervig hier oben. Da kommen wir echt nicht vorwärts. Ich will hier auch nicht zu viel erweitern. Also wir haben jetzt auf jeden Fall die hier. Steht sogar, wie viel Energie die haben. Haben die immer nur die Hälfte, ja? Scheiße. Korruption steigt. Plus 3, sehr schön. Okay, also auf jeden Fall, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten. Plus 9. Das reicht auf jeden Fall, um den Abwehr abzuwehren, den Kampf. So, dann machen wir jetzt mal weiter. Und der greift hoffentlich den da oben mal an. Grün heute. Die sind bestimmt pissig auf uns. Kotzt der Held da an. Der kotzt mich auch an. Wir haben leider noch nicht die Gebäude dafür, um auch so eine Helden. Die Unruhe der Einwohner wird gefährlich. Oh. Bald werden sie gegen euch zu den Waffen Oh, wir haben Fluchfürst. Geil. Wenn wir den in die Einheit hier reinmachen. Was kann der Fluchfürst? Dauerhaft passiver Effekt, sehr geil. Fremde Provinz, Belagerung. Oh, der ist gut. Ich muss den hier mit nach oben schicken. Hier irgendwas rausnehmen dafür, aber der ist gut. Was ist denn hier oben mit reinbängen? Dann machen wir hier die Korruption noch höher. Okay, die öffentliche Ordnung ist zu schwach hier. Okay, ich sehe schon. Vampirische Korruption steigt, aber jetzt müssen wir doch noch ein paar Einheiten rekrutieren. Ah, shit. Ich
will nicht noch mehr von den Gruftghulen reinhauen. Schwachsinn. Oh, der hat es eingenommen. Shit. Okay, obwohl, dann können wir nach da oben gehen. Gucken mal eben. What brings you to the halls of my end? Shit. Aber wir verbessern uns noch. Alles gut. Es verbessert sich auch. Das bleibt gleich. My throng stands ready. Let's see what you have to say. Honor to your ancestors. Der will er noch nicht. Okay, aber wir müssen uns einfach weiter mit denen verbessern. Der Rest ist egal. Handeln tun wir schon. Da kriegen wir auch ein bisschen mehr Kohle. Sehr schön. So, dann brauchen wir da doch nicht mehr hingehen. Dann werden wir jetzt doch mal versuchen, mit vereinten Kräften. Macht der hier auch Korruption oder so? Das zwei, ne? Versuchen wir den jetzt hier zu töten. Danach, obwohl hier oben ist ja jetzt dieser andere. Das klappt noch nicht so wirklich. So, der geht hier schön weiter, das ist okay. Was haben wir hier? Das bringt, glaube ich, nichts. Wir brauchen noch eine Vampirgruft. Mal eine Waffenkammer. Das bringt gar nichts. Können wir hier die Waffenkammer? Oh ja, wir können sie bauen. Uralte Waffenkammer. Wir müssen es leider machen. Kostet uns 10.000 Euro. Die ist okay. Wir schützen uns jetzt hier mit den Zwergen vor den Grünhäuten. Und kämpfen jetzt wirklich mit aller Macht einfach nur gegen diese Menschen. Dann wäre eigentlich ganz gut. Ich habe immer noch nicht aufgehört. Ich höre nicht auf. Wäre vielleicht doch ganz gut, wenn du... Ach nee, kann er nicht. Er kann nur da. Na gut. Dann bleibt das so. So, ich werde jetzt hier speichern. Let's Play 05 haben wir denn. Pack. Genau. So, ich hoffe, hat euch gefallen. Ist ein bisschen länger geworden. Sorry, ich konnte einfach nicht aufhören. Und wenn es euch gefallen hat, einfach kommentieren. Liken oder abonnieren und wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Tipps und Tricks habt, immer schön reinschreiben. Würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns. Tschüss.